Hi-de-diddly-di-di-dam-diddly-doodle-deidle-dam. Ja, herzlich willkommen zum Nahrungs-101 Teil 1. Ich musste das irgendwie splitten in zwei Teile. Also so, das sind so diese Basics. Ja, also das sind ja alles Basics hier irgendwie, alles so locker aufbereitet. Aber naja, das wird jetzt erstmal Teil 1, weil sonst wird das einfach zu lange. Und dann, ich kann es mir selber schon gar nicht richtig in der Zeit angucken. Dementsprechend hoffe ich, dass ihr das auf die Kette kriegt. Ja, da sind wir auch schon. Ja, jetzt so 3 Millionen Jahre, nachdem wir den Wald verlassen haben und die Steppe für uns erobert. Ja, fand eine bescheuerte Überleitung. Aber so ist das nun mal. Ne? Was willst du machen? Ja, es fängt hier tatsächlich irgendwann an. Und zwar als der Australopithecus oder wie auch immer der hieß, ne, aus dem geschützten Wald rausgewackelt ist in die Steppe, wo die Großtiere gehaust haben. Ja. So weit geht's schon zurück. Ja, 3 Millionen Jahre. Was ein Channel. Ja, was hat das den Menschen gebracht? Den Menschen, ich nenne ihn jetzt einfach Menschen. Ob der damals Neandertalis war oder Homo sapiens oder was, ist jetzt scheißegal. Ne? War der Australopithecus hier. Ne? Aber egal. Der Mensch ist irgendwann aus dem Wald auf die Steppe gelaufen. Ja, das heißt, sein Nahrungsangebot hat sich ein wenig verändert. Er konnte natürlich immer noch sammeln und so Insekten naschen und ein paar runtergefallene Obst und was weiß ich, Gemüsepflanzen fressen. Aber zufälligerweise sind ja auch auf der Großsteppe, ne, also auf der Steppe, da sind halt auch die größeren Tiere. Und die sind auch irgendwann mal entweder gestorben an Altersschwäche oder wurden umgebracht. Ja, das heißt, der Mensch wurde auch irgendwie zum Restenascher. Und hat ein höheres Angebot an Fetten und Eiweißen bekommen. Einfach dadurch, dass er ja, Fleisch gefunden hat, ja, was er nicht jagen musste. Weil Jagen war damals noch nicht so sein Ding. Außer Insekten, weil die waren klein. Der Mensch war feige, sonst hätte er auch nicht überlebt. Ja, so. Also Rambo gab es damals noch nicht, weil der hatte noch keinen Bogen und keine Gatling oder was. Aber letzten Endes so oder so ähnlich muss der Mensch dann irgendwann aus dem Wald gekommen sein und hatte auf einmal ein höheres Nahrungsmittelangebot. Das wiederum hatte den Vorteil, dass sich seine Rübe entwickeln konnte. Ja, erstmal den Schritt zu machen aus dem Wald raus. Ne? Übrigens, die Affen sind weiter im Wald geblieben, deswegen haben die auch nicht so eine entwickelte Rübe wie wir. Und ja, jetzt schreien wieder alle, ne? Und das stimmt gar nicht, das Nahrungsangebot hat nichts mit der Hirngröße. Doch, hat es so. Punkt. Ja. Und letzten Endes ich muss immer so lachen, ne? Weil jetzt kommen auch so diese Feuergeschichten, ne? Und so, und er hat er Feuer gemacht und das Kochen hat ihn und so. Nee, er hat halt einfach nur energiedichtere Nahrung gehabt und dementsprechend konnte er einen Körper ausprägen, der mehr Energie verbraucht. Hier, Birne braucht mehr Energie und letzten Endes hat er sich dadurch weiterentwickelt und ist da angekommen, wo wir jetzt sind. Das Problem ist, unser jetziges Nahrungsüberangebot sorgt dafür, dass hier nichts mehr wächst, sondern hier alles wächst. Ja, und irgendwie sterben wir dadurch selber. Und lustigerweise, und jetzt geht's nämlich weiter, so Getreide und Reis und diese ganzen Süßgräser und sowas sind erst seit bummelig 10.000 Jahren auf unserem Speiseplan. Wenn man es genau nimmt, seit 6.500. Davor hat man damit seine Tiere gefüttert und dann die Tiere gefressen. Ja, und evolutionstechnisch sind diese 6.500 bis 10.000 Jahre ein Wimpernschlag. Das interessiert die Evolution scheiß. Wir haben 3 Millionen Jahre gebraucht, von aus dem Wald bis jetzt. 10.000 Jahre sind da so. Ja, es sind irgendwie 0,2%, wenn wir das mal hochrechnen. Das ist nichts. Ja, also für die Leute, die jetzt immer sagen, ja, aber wir haben ja schon so lange essen wie das Jahr und Getreide, Weizen und den ganzen Scheiß. Wir haben uns ja daran gewöhnt, das ist leider nicht so, Leute. Und zu den Süßgräsern zählen nun mal halt solche Sachen wie Weizen, Dinkel, Roggen, Blubber, Blubber, Reis, Mais, das sind halt alles Sachen, die halt einen hammerkrassen Kohlenhydratgehalt haben, der aus Stärke kommt. So, und jetzt sagen alle, ja, Stärke ist ja normal, ist ja unser Kohlenhydrat, ne, so Wachsmaisstärke und Maltodextrin und der ganze Scheiß, was man halt im Bodybuilding so alles frisst im Supplementemarkt, weil es ist ja schnell verfügbar und bla. Ja, das stimmt alles. Das sind auch schnelle Kohlenhydrate und ich sehe auch im Bodybuilding sehe ich das halt genau zu einer Mahlzeit sehe ich das als super sinnvoll an und alle anderen sehe ich das halt nicht so als super, super, mega notwendig an. Ja, also und zwar Post-Workout, ja, weil ich da den Insulinpeak haben will. Und sorry Leute, aber weißer Reis und auch brauner Reis und alles ist halt Stärke und Stärke ist nichts anderes als ganz viele Glukosemoleküle aneinander geklebt.
Die werden dann gespalten, gehen dann über den Dünndarm rein und dann haben sie genau den gleichen Effekt, als würdest du Zucker fressen. Ja, bisschen langsamer und alles, ne, bla bla, drauf geschissen. Ja, letzten Endes sorgt das für einen Blutzuckeranstieg. Und warum komme ich jetzt so aggressiv auf diesen Blutzuckeranstieg zu sprechen? Wir werden es gleich erfahren. Vorher wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass so Weizen und so ein Scheiß alles ein super beschissenes Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis hat. Omega-6, wissen wir mittlerweile, sind so ein bisschen so die Entzündungsförderer und Omega-3 sind so ein bisschen die Entzündungshemmer. Und guckt euch die Omega-6, Omega-3-Verhältnisse an. Die sind super, super scheiße. Dementsprechend sollte man halt, wenn man entzündliche Erkrankungen hat, nicht unbedingt auf das Fleisch verzichten, weil wir haben jetzt erfahren, ne, dass diese Gicht- und entzündlichen Gelenkerkrankungen nicht unbedingt daraus resultieren. Ansonsten nochmal das Video Gicht hier, ne, Eiweiß, Fleisch und Gicht gucken. Sondern dass es tatsächlich an den Stärken liegt, ne? Also an diesen so Weizenprodukten, Reis, Dinkel, Roggen, Mais, so, also diese ganzen Sachen, was halt so eigentlich als gute Kohlenhydrate deklariert sind, die es aber leider Gottes nicht sind und aufgrund dieses beschissenen Omega-6, Omega-3-Verhältnisses dann tatsächlich zu irgendwelchen Problemen mit den Gelenken führen. Gerade wenn man dazu noch schweren Sport macht. Ja, ist so. Punkt. So, und jetzt kommen wir wieder dazu, ja, aber Einfachzucker, Zweifachzucker, blubber, blubber, blubber Zucker, ne? Ja, ich weiß auch, Stärke ist Mehrfachzucker, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, weil es halt einfach eine Reihe aneinandergeklebter Glucose ist. Glykogen auch, ja, Glykogen sogar noch deutlich stärker, weil die Packung einfach bis zu 50.000 Glucosemoleküle, die da aneinander geklatscht sind, damit du ein Glykogen hast. Stimmt, ist auch immer noch im Körper und ist aber genau da, wo es hin soll und geht nicht erst noch über den Magen und sorgt nicht für den Insulinausstoß und hast du nicht gesehen. Ja? Und das ist genau das Problem. Wenn es halt nämlich einmal kurz Bauchspeicheldrüse sagt, Alter, ich bin da, gib ihm, dann muss Insulin gegenregeln. Dann Insulin ist immer ein bisschen dusselig, so dementsprechend schießt Insulin immer ein bisschen über das Ziel hinaus. Das heißt, ihr seid dann auf einmal ein bisschen im Unterzucker. Dann sagt der Körper wieder Glucagon, Adrenalin, Noradrenalin, die ganzen anderen Geschichten hier, schiebt mal wieder ein bisschen Zucker in den Blutstrom, hier irgendwas stimmt da nicht. Und dann seid ihr immer in so einem Rumgeeiere. Ja, und das ist der Grund, weswegen die Leute meistens, das ist auch so lustig, nach dem Mittagessen nicht mehr wirklich fähig sind, irgendwelche Diskussionen zu führen. Also wenn man dann mal in dem einen oder anderen Gespräch sitzt, da denkt man sich vormittags noch so, ne, also so, ich sag mal, wenn die gefrühstückt haben um 8 oder so, dann so ab 9, 10 werden die ungefähr wieder klar. So, dann merkst du, okay, das wird produktiv hier, da hat man jetzt Lust drauf, sich irgendwie mit den Leuten zu unterhalten. Dann ist auch einmal so um 12 irgendwie wieder mittags, so um 1 ist dann Mittagspause vorbei und dann denkst du dir so, boah, Alter, ist denn hier passiert? Ey, habt ihr alle die Hirn draußen abgegeben? So, das ist dann nämlich genau der Punkt. Und das ist auch der Punkt, wo ich sagen muss, dass diese Renegade-Diät halt super steil geht, weil ihr dadurch nämlich nicht diese ganze Belastung habt, dass dieses ganze erstmal Blut ins Verdauungssystem gezogen wird, ne? Dementsprechend hier fehlen die Nährstoffe, weil das Blut ist ja woanders beschäftigt. Insulin schlägt ein, so, dann kriegst du auf einmal diese kurze Wachphase, dann kriegst du diesen Unterzucker und, ne? Und das ist halt was, ja, wenn die dann so hier, da kommt das Mittagsschläfchen her, ne? Früher gab's kein Mittagsschläfchen. Früher hat der Mensch halt so 3 Stunden geschlafen, dann wach, 3 Stunden geschlafen, so. Das war früher so ganz, ganz früher so ein Zyklus, ne? Einfach aufgrund dessen, dass er halt Nahrung zuführen wollte, musste, wie auch immer. Ja, und heutzutage hast du halt diese hier noch ein Mittagsschläfchen und abends noch mal irgendwie eine dicke Kohlenhydratladung und. Und da kommen halt dann auch solche Sachen her, so diese Mythen und dieser ganze Firlefanz. Abends Kohlenhydrate machen dick. Nee, zu viel fressen macht dick. Das Problem ist aber, dass du nach so einem Insulinpeak einen Insulincrash kriegst und dementsprechend kannst du schneller wieder fressen. Einfach, weil diese ganze hohe Stärkemasse super schnell verarbeitet wird. Ja, der Körper nimmt die auf, zack, Hunger, zack, Hunger, zack, so geht das die ganze Zeit. Und wenn man sich jetzt tatsächlich vernünftig ernährt von Ballaststoffen und Eiweißen, also das heißt Gemüse und Fleisch, ne, oder Fisch, dann hast du halt einfach diese Problematik nicht. Bist halt lange gesättigt, gut gesättigt, hast gerade diese ganzen Blutzuckerschwankungen gedödel nicht so. Und das letzten Endes, als Bodybuilder kann man es verstehen, Post-Workout, Insulin, gib ihm, einlagern. Ich habe vorhin Muskelreiz gesetzt, Hypertrophie-Video nochmal gucken, so, das heißt, da ist Bedarf, ne? Der Körper weiß, da ist Bedarf, er kriegt jetzt den Insulin, anaboles Hormon und gib ihm und lagert dementsprechend vorerst oder in erster Linie in der Muskulatur ein und danach halt erst in Fettzellen. Dementsprechend ist es da angebracht. Aber für den normalen Menschen oder an Off-Trainingstagen ist das nicht so cool.
Ja, und bei dem Thema cool, ja, für die Tiere ist das auch alles cool, ne? Wieso, was für Tiere gut ist, kann ja für Menschen nicht schlecht sein. Vorsicht mit der Aussage. Die Aussage bezieht sich auf Tiere, die einen Gärmagen haben. Was ist ein Gärmagen? Der Pansen. Naja, ja, Pansen. So, das Problem an der Pansengeschichte ist halt einfach, wir haben keinen Gärmagen. Punkt. Da haben die 6,5 bis 10.000 Jahre leider Gottes nicht ausgereicht, um uns einen Gärmagen wachsen zu lassen. In so einem Gärmagen, da agieren Mikroben, Bakterien, ne, irgendwie solche Geschichten und zersetzen quasi das, was du da reinstopfst. Quasi die Stärke. Durch diesen Prozess, ne, dass die Bakterien quasi die Stärke fressen, den Zucker fressen, werden Fettsäuren geschaffen. Die Fettsäuren werden dann von dem Tier im Dünndarm aufgenommen. Und die Bakterien, die halt mit in den Dünndarm wandern, so, weil die Bakterienstämme verbreiten sich ja oder werden größer, die werden dann als Eiweiß aufgenommen. Klingt erstmal ein bisschen eklig, ist aber bei uns irgendwie auch so. Und ja, jetzt zu sagen, bei den Tieren klappt das und bei uns klappt das nicht, das kann man einfach so machen, weil wir keinen Gärmagen haben. Wir haben es nicht mal geschafft, die Enzyme über die 6,5 bis 10.000 Jahre aufzubauen, die Tiere in ihrer Plauze haben, damit sie den ganzen Scheiß überhaupt verstoffwechseln können. Nicht mal die Bakterien und die Mikroben haben wir hingekriegt. Und es hat auch nicht geklappt, nicht mal in 3 Millionen Jahren uns einen Gärmagen wachsen zu lassen. Ja? Auch wenn ich mir bei einigen Leuten immer nicht ganz sicher bin, ob die nicht vielleicht doch Paarhufer sind oder zumindest wiederkäuen müssten. Naja, also wenn man das jetzt mal so hochrechnet, alleine das Erstellen oder das Herstellen der evolutionsbedingt, dass wir ein Gen oder Gene herstellen, die uns dann ermöglichen, diese Enzyme zu produzieren, würde so bummelig schätzungsweise 100 bis 200.000 Jahre dauern. Ja, wenn ihr das nicht glauben wollt, ich kann es ja selber nicht glauben, ja, dann guckt doch mal, wie weit sind wir denn jetzt von den Menschenaffen entfernt? Und da haben wir 3 Millionen Jahre Zeit für gehabt. Ja, und ich meine jetzt nicht die Menschenaffen, die dann auch auf die Steppe gegangen sind, ne, sondern normale Menschenaffen halt. Ja, nicht hier von Planet der Affen, ja, sondern so, die noch irgendwo in so einem Wald wohnen. Ja, und von denen sind wir jetzt auch nicht unbedingt so weit entfernt. Klar, wir sind ein bisschen höher entwickelt, Sprache, bla bla bla, aber ziehen wir die Genome auseinander. Hat sich nicht viel getan. Das ist halt einfach der Punkt. Und intelligenztechnisch, so. Gut, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, können wir uns auch noch 100 Jahre drüber unterhalten. Aber letzten Endes, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir haben uns jetzt soweit noch nicht verändert. Und wenn ich jetzt einen Menschen mit einem Menschenaffen vergleiche, dann sagt man, ja, sehen irgendwie ähnlich aus. Wenn ich einen Menschen mit einer Kuh vergleiche, sagt man, oh, naja, ohne die Hörner könnte es einer sein. Ne? Das haut halt nicht hin. Und dementsprechend, wie gesagt, 100 bis 200.000 Jahre allein für die Enzyme, also die Genbildung, dass man dann die Enzyme bauen kann. Und dass euch quasi ein neues Körperteil wächst. Ja, also was, oder dass der Magen eine Umwandlung erfährt zu einem Gärmagen, das funktioniert halt einfach nicht. Das ist, das schafft er nicht in 6,5 bis 10.000 Jahren. Ist so. Ja, und dementsprechend sind wir einfach nicht an diese Stärke angepasst. Die Stärke, also die Süßgräser, ne, Mais, Reis, bla bla bla, so, die ist dafür da, um Tiere zu füttern, ja, und dann die Tiere zu essen. So schlimm das klingt, aber es ist halt klar, wir können uns auch nur von Gemüse und Früchten ernähren. Das ist kein Problem, aber gerade so diese Stärke und der ganze Scheiß, also das, was tatsächlich darauf gezüchtet ist, in kleiner Konzentration viel Energie bereitzustellen, dafür sind Fette und Eiweiße da. Und die Kohlenhydrate sind normalerweise immer irgendwas, was ein bisschen weiter ist vom Zellkern, was ein bisschen mehr Wasser hält, ja, oder Ballaststoff oder solche Geschichten, was der Körper gar nicht erst verstoffwechselt, sondern halt im Prinzip wieder rausjagt. Ja, das ist der Teil 1 gewesen vom 101. Ich denke, man hört schon so ein bisschen raus, wohin es geht. Ja, es soll jetzt nicht in Richtung Paleo-Steinzeit-Ernährung gehen, weil es ist nämlich nicht Steinzeit. Eigentlich ist es Neuzeit, weil wir uns noch nicht so wirklich unterschieden haben von der Steinzeit. Dementsprechend, naja, wenn der ein oder andere, ja, da sind wir jetzt noch nicht mal beim Thema Gluten und so ein Dreck, ja, also das, was wir dann letzten Endes der Nahrung noch antun, damit sie so aussieht, wie sie aussehen soll, damit wir sie essen, ja, wenn du jetzt mal so ein normales Sauerteigbrötchen vergleichst mit so einer so ein aufgeblasenes, eigentlich nur aus Luft bestehendes, nach, keine Ahnung, gefühlt 25 Stunden immer noch genauso aussehendes Brötchen, ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber da sind wir dann so bei Processed Foods so. Wir reden hier jetzt tatsächlich noch von dem, was du quasi im Prinzip vom Bauern vom Feld kaufen kannst, was auch schon nicht so geil ist für unseren Körper.
Wie gesagt, alles in Maßen, ja, aber wenn man jetzt nur in Massen diesen Scheiß frisst, dann wird es einem über kurz oder lang schlecht gehen. Punkt. Ende aus Mickey Mouse. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne in den Kommentaren. Seid gespannt auf Teil 2, da geht's nämlich noch weiter mit der ganzen Story. Und ja, ich ziehe einfach mal so eine Basis. Ja, und ich will euch jetzt natürlich nicht euren Reis, euer Chicken and Rice, will ich hier keinem schlecht reden. Aber Post-Workout macht es Sinn. Vorher halt nicht so, außer ihr habt halt nicht so dieses, wo ihr geistig fit sein müsst, so, ne? Und ja, dann ist es, ja. Also für die Leute, die Renegade-Diät mal gemacht haben, die meisten davon sagen mir, das funktioniert irgendwie, ich fühle mich fitter, ich fühle mich irgendwie so frischer im Kopf, so als wenn so ein Schleier hochgemacht wurde. Die anderen Leute, ja, keine Ahnung, haben sich entweder vorher schon Paleo ernährt oder erzählen Geschichten, ja, und fressen dann halt trotzdem heimlich weiter ihre Süßigkeiten oder ihre Butterbämme oder, ne, oder diese ganzen Geschichten so. Also grundsätzlich rein vom Körper her kann es nur funktionieren, ja. In diesem Sinne, haut's in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen da und bleibt geschmeidig.